Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt hier bei mir auf dem Kanal für ein neues Video. Und es steht hier ein echt richtig massives und sehr cool ausschauendes SUV vor der Kamera. SUV gibt es viele, das Ding hier ist aber eher so der Dinosaurier unter den ganzen SUVs, denn hier haben wir jetzt einfach mal so das klassische, eben das SUV aus den USA hier. Dass das vielleicht nicht so ganz passend ist in Deutschland, das wissen wir alle, denn unter der Haube schöner V8 Motor, der natürlich jetzt vielleicht den ganzen Umweltdiskussionen jetzt nicht unbedingt so fein gegenübersteht, aber dennoch sollte man einfach mal solche Autos sich anschauen, denn es gibt immer eine Klientel für auch solche Fahrzeuge. Und das hier ist der Dodge Durango des Modelljahres 2021. Der hat eine kleine Modellpflege erhalten und den will ich mit und für euch heute anschauen. Ich werde euch aber auch während der Fahrt natürlich alle Infos rund um den Dodge Durango geben, wie er sich fährt, wie die Platzverhältnisse natürlich sind, was ihn im Innenraum so auszeichnet, wie die Qualität ist. Am Ende bekommt ihr dann natürlich die Kostenabrechnung und meine persönliche Meinung zum Dodge Durango. Wenn ihr Spaß dran habt, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt, den Kanal abonniert, dem Ganzen ein Like gebt und am Ende noch kommentiert unten in der Kommentarbox, damit wir am Ende dieses Videos auch über den Dodge Durango ein wenig diskutieren können. Ich würde mich riesig freuen und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich ziehe hier den Schlüssel, drücke zweimal auf den Knopf und dann macht sich der Dodge Durango schon mal warm. Viel Spaß bei diesem Video. Was für uns Marke XXL ist für die Amis eher durchschnittlich und von den Größen da so auch hier mit dem Dodge Durango RT. Das ist ein für uns sehr massiges, sehr großes SUV. Bei den Amerikanern ist das ja eher so die, ja, ein bisschen obere Größe, aber immer noch nicht das Limit, was da geht. Da gibt es ja eben zum Beispiel auch noch den Cadillac Escalade. So, schauen wir uns aber heute den Durango RT an. Der hatte jetzt gerade eine Modellpflege zum Jahr 2021. Das heißt, eine komplett neue Scheinwerferpartie mit neuen LED-Tagfahrlicht. Das schaut ganz gut aus. Das Licht ist übrigens auch sehr hell und sorgt auch für eine tolle Ausleuchtung. Es gibt auch einen Fernlichtassistenten. Variabilität des Lichtes ist aber nicht vorhanden. Wir haben hier eine sehr ausgeprägte Motorhaube mit Luftaustritten für den V8, der wirklich viel Wärme produziert. Zum Luftansaugen gibt es dann hier den Kühlergrill in Wabenform oben und unten. Das sorgt auch nochmal für ein bisschen Sportlichkeit. Und diese Frontschürze ist auch sehr voluminös ausgeformt. Das schaut schon richtig dynamisch aus. Hier haben wir auch den Dodge-Schriftzug und unten haben wir dann den Sensor für den Abstandsregeltempomat bzw. die Notbremsfunktion, die der Dodge Durango serienmäßig mit an Bord bringt. So richtig einschätzen kann man die Größe erst, wenn man das Seitenprofil dieses SUVs sieht. Der Durango ist 5,10 Meter lang, er ist 1,83 Meter hoch, 1,94 Meter ohne Außenspiegel breit. Das ist schon ein sehr, sehr großes SUV. Er steht hier übrigens und serienmäßig auf 20 Zoll Rädern, so in einem Anthrazitgrau. Das steht dem Ganzen auch ganz gut. Hier haben wir nochmal den Schriftzug Hemi für den V8 Block unter der Haube. Wir haben abgedunkelte Seitenscheiben. Hier übrigens die Logos, die seitlich draufgeklebt sind. Das AEC-Logo steht für den Importeur, von dem ich das Fahrzeug habe. AEC Europe, einer der größten Importeure für Dodge und RAM-Fahrzeuge. Schaut einfach mal vielleicht bei den Kollegen auf die Homepage, da könnt ihr dann den entsprechenden Dealer herausfinden, der die Fahrzeuge euch dann verkauft. Ja, das Heck ist meiner Meinung nach eins der Highlights auch am Durango, gerade weil diese Rücklichter eben wirklich direkt miteinander verbunden sind. Wir haben hier ein durchgängiges Leuchtband doppelt, was hier so den Durango nochmal in die Breite zieht, auch wenn er von hinten gefühlt relativ schmal wirkt. Wir haben jetzt hier zwei Auspuffendrohre, das sind auch echte Auspuffendrohre. Hier unten drunter ist dann die Anhängerkupplung
die abnehmbare versteckt. Wir haben hier auch einen wirklich guten, sicheren oder respektive schützende Stoßleiste hier untergebracht. Auch hier der dunkle Schriftzug Durango und RT. Dodge haben wir dann hier genau zwischen diesem Schriftband untergebracht. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir dem Durango doch mal hinter die elektrisch öffnende Heckklappe. Der Dodge Durango ist ja nicht nur außen ein riesiges Schiff, sondern er macht sich diese Abmessungen zunutze hier im Innenraum. Es gibt ihn standardmäßig als 7-Sitzer und da bietet er schon in der Konfiguration mit 7 Sitzen, wenn sie genutzt werden, viel Platz hier auf alle Fälle. Da könnt ihr auf alle Fälle nochmal einen Koffer reinlegen, Reisetaschen reinlegen. Also so ein Kurzausflug geht auf alle Fälle mit 7 Personen und ein bisschen Gepäck. Dann haben wir hier noch ein Ablagefach, da passt auch noch einiges rein. Das passt gut. Wir haben eine 12-Volt-Buchse hier an der Seite. Wir haben Taschenhaken noch da. Verzurrösen gibt es hier auch, die aber relativ dünn sind. Finde ich jetzt nicht so vertrauenserweckend, aber die werden schon einiges halten, da bin ich mir sicher. Und wenn wir dann natürlich hier umklappen, dann beginnt das Spiel sozusagen. Denn alleine schon das ist der Standardkofferraum. Und mit dem Standardkofferraum, ja, da habt ihr schon wirklich massig Platz. Da könnt ihr richtig gut einladen. Das Einzige, was dem Ganzen fehlt, ist ein Trennnetz. Das muss man sagen, weil wenn man das nutzen würde, dann könnte man noch mal viel mehr, vor allem weil man höher bauen könnte, nutzen das Ganze. Ich bin schon beeindruckt, alleine schon von der Konfiguration. Aber was mir nicht so gut gefällt, ist, wie diese Sitze hier liegen. Das ist halt leider nicht so schön topf eben. Das könnte besser sein. Wenn ich jetzt noch einmal für euch die Zweierbank da vorne umlege, dann werdet ihr sehen, dass auch das dann nochmal den Kofferraum deutlich erweitert. Und vor allem auch bereits jetzt haben wir ja schon ein Volumen, was auf alle Fälle so manches normale SUV komplett in Schwulitäten bringt, was den Laderaum angeht. Und wenn ich jetzt hier reinschaue, was ich bis zu den Vordersitzen laden kann, das ist schon massiv und da könnt ihr richtig was einladen in den Wagen. Also als Transporter dient das Ding dann auch mal, wenn auch hier alles irgendwie nicht eben ist, hier ist noch eine Spalt drinnen. Ja, das ist vielleicht nicht ideal und dieser Fusselteppich, der wird es euch jetzt auch nicht unbedingt danken, wenn ihr da irgendwelche Sachen reinschmeißt, ohne dass ihr da eine Plane oder eine Gummimatte reinlegt. Jetzt würde ich mal sagen, ich klettere aber jetzt mal hier in die Reihe 3 und wir schauen uns die Platzverhältnisse im Innenraum an. Ich habe mich jetzt tatsächlich gleich mal in die ganz hintere Reihe gesetzt, also Sitzplatz 6 und 7. Und wenn wir jetzt einmal die Bank eben nach hinten klappen, dann kann ich hier mit meinen 1,78 doch ganz ordentlich sitzen. Die Kopfstütze ist gut. Hier oben wird es natürlich dachtechnisch dann schon mal eng, wenn man dann nach hinten sich lehnt. Dennoch stoße ich mit dem Knie zwar an dieser Lehne an, aber ich könnte hier eben, weil meine Füße so ein bisschen unter diese Vorderbank passen, mich so ein bisschen reinlümmeln und dann passt selbst ich hier mit meinen durchaus außenladenderen Abmaßungen hier ganz gut hinein. Es gibt hier Cupholder an der Seite, Haltegriffe gibt es keine, es gibt Luftaustritte, es gibt auch Leselampen hier oben und jetzt würde ich einfach mal sagen, ich schäle mich hier wieder raus und gehe dann gleich eine Reihe weiter vor. Für den Zustieg in Reihe 2 gibt es gute Möglichkeit hier mit einem Haltegriff einzusteigen. Die Kopfstütze klappen wir schon mal auf. Dann an einem etwas leicht erhöhten Einsteigeprozess kommen wir dann hier hinten an. Und dann sitze ich hier äußerst bequem auf dieser Zweierbank. Also es ist eine Sitzbank 2 und 1, wobei halt dieser mittlere Platz schon als Notplatz wirklich ausgeformt ist. Man sieht, der ist deutlich schmaler. Hier sitze ich nämlich echt sehr, sehr bequem, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe den Sitz natürlich auf mein imaginäres Ich mit 1,78 eingestellt. Da ist genügend Platz mit den Knien, natürlich Kopffreiheit auch vorhanden. Luftaustritte haben wir hier, Leselampe dort, Kleiderhaken können wir hier ausklappen,
Haltegriffe gibt es keine, ebenso auch keine Sonnenschutzrollos, finde ich ein bisschen schade. Dafür haben wir in der Mittelkonsole dann Luftaustritte und die können wir sogar noch steuern von ihrer Richtung, wo sie denn hinpusten soll. Dann gibt es zwei USB-Schnittstellen sowie beheizte Sitze hier auf den Außenbahnen und eine 150 Watt leistende Steckdose. Aber auch hier, weil USK, braucht ihr natürlich einen Adapter. Zur Klimatisierung gibt es hier oben auch noch ein Panel. Da kann ich dann die Luftintensität, die Temperatur und auch hier wieder den Lüftungsstrom, also die Lüftungsstromrichtung einstellen. Das ist schon sehr cool. Dann gibt es natürlich hier eine Mittelarmlehne mit zwei Cupholdern, wie es sich für ein US-Fahrzeug gehört. Ich sitze sehr, sehr bequem. Kindersitze reisen hier ebenfalls gut, denn hier liegen Bügel frei für Isofix auf den Außenbahnen. Also auch hier kinderfreundlich das Ganze. Es gibt hier Lehnentaschen, wo man dann auch noch kleine Utensilien verstauen kann. Sowie in den Türen passt dann auch noch mal ungefähr eine 0,5 PET-Flasche und ein bisschen Krimskrams. Der Arm liegt hier angenehm bequem drauf. Die Fensterlinie ist sehr niedrig. Da können also auch dann die Kinder wunderbar aus dem Kindersitz herausschauen. Aber jetzt schauen wir vorne gleich mal durch die Fenster, denn ich steige hinter das Lenkrad und dann schauen wir uns da die Platzverhältnisse an. Vorne sitzt es sich äußerst bequem, breite Sessel, ordentlich ausgeformt, Seitenhalt im Lehnenbereich ist gut vorhanden. Was mir nicht so gut gefällt, ist tatsächlich die Kunstlederqualität. Die wirkt schon so ein bisschen faltig, sage ich jetzt mal. Und wenn man hier auch so ein bisschen auf das Leder oder auf diesen Polster hier drauf rumdrückt, das knistert wie so eine Knisterfolie, die da drinnen ist. Das wirkt jetzt nicht so hochwertig und finde ich jetzt auch nicht so toll. Auch wenn die Verarbeitung ordentlich ist mit dem Stitching hier, mit dieser Doppelziernaht und auch ansonsten die Lederqualität, also die Kunstlederqualität, ganz ordentlich ist. Das Lenkrad ist in Höhe und Tiefe elektrisch verstellbar. Also da findet man leicht seine richtige Sitzposition hinter dem Lenkrad. Auch die Sitze, Fahrer und Beifahrer, sind elektrisch einstellbar, was ich gut finde. Es gibt auch eine Gurthöhenverstellung hier. Es gibt eine Lordosenstütze. Also auch auf langen Strecken ist der Dodge Durango auf alle Fälle mit gutem Komfort hier für das Gestühl ausgerüstet. Werfen wir den Blick hier auf den Innenraum des Dodge Durango. Ich muss sagen, alles sehr klar gegliedert. Es ist sehr übersichtlich. Wir haben ein großes Drei-Speichen-Lenkrad, was einen dicken Lederlenkranz hat. Schön das Dodge-Logo hier auf dem Pralltopf. Dann natürlich erinnert es an Jeep, das muss man klar sagen. Ist ja nicht so, dass die Firma hier nicht aus dem Fiat-Konzern kommen sollte. Die Tasten sind aber sehr groß und gut ablesbar und auch sehr leicht zu bedienen. Rechts die komplette Tempomatensteuerung mit der Abstandsregelung, links der Bordcomputer sowie die Telefonannahme. Wir haben ein teildigitales Kombi-Instrument, die Rundinstrumente analog für Drehzahlmesser, Kühlwassertemperatur und Tankfüllstand. In der Mitte dann das digitale Display, welches wir komplett einstellen können. Und wir haben hier die Möglichkeit, auch mit dem Bordcomputer uns wirklich sämtliche Infos hier abrufen zu können, über den Trip, über das Audio. Wir können sogar hier in das Menü reingehen und uns die einzelnen kleinen Ecken hier im Display konfigurieren, was ich schon sehr, sehr cool finde. Kommen wir dann in die Mitte, da haben wir dann das Display. Das ist sehr schön groß aufgelöst oder sehr groß und auch gut aufgelöst. Hier ist allerdings jetzt noch keine Navigationssoftware aufgezogen worden vom Importeur AEC Europe. Dann haben wir hier Mediadaten. Auch hier ist alles noch nicht so ganz fertig, denn hier sieht man nochmal mit Classic Vinyl oder The Highway. Das sind noch US-Sender, die hier da drinnen sind. Also hier ist auch das Radiomodul noch nicht so ganz abgedatet. Dann sehen wir hier die Klimasteuerung. Ganz cool ist natürlich das hier mit dem Männchen, mit dem Helm, also dem Rennfahrer sozusagen. Hier können wir die Klimaansteuerung entsprechend einstellen. Es gibt eine Sitzheizung, eine Sitzlüftung und eine Lenkradheizung. Wir können dann auch
hier hinten die Luftverteilung für hinten einstellen, temperaturtechnisch und auch entsprechend den Luftstrom. Wie gesagt, dann wird es hier die Navigation geben, wenn es denn tatsächlich dann fertig geflasht ist. Telefone können wir natürlich auch synchronisieren. Wir haben dann auch hier die Möglichkeit, über Vehicle uns Performance Pages einzurufen. Das ist quasi dasselbe, was wir hier haben. Nur sehen wir jetzt hier nochmal weitere zusätzliche Funktionen für Verschränkungen und wie viel Grad Steigung wir gerade fahren. Wir können hier nochmal uns alle entsprechenden Temperaturen und Drücke aufzeichnen oder eben hier die ganzen Zeiten abrufen, die wir gefahren sind. Wir können auch ganz normal in die Apps gehen. Es gibt zum Beispiel dann auch, soll Alexa geben als Sprachassistent. Und hier gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, in jedes einzelne Menü hineinzugehen. Darunter haben wir einen Klimabedienteil, sehr übersichtlich gestaltet, sehr große Tasten und auch Drehregler, gefällt mir gut. Darunter haben wir dann die Fahrsteuerung, also das ist hier Sportmodus. Wir können einen Eco-Modus noch aktivieren. Hier ist die Warnblink-Taste, die finde ich auch gut. Traktionskontrolle deaktivieren, Parkhilfe deaktivieren und den Spurhalteassistent deaktivieren. Darunter haben wir 4 USB-Anschlüsse, 2 USB-A, 2 USB-C, eine Induktiv-Ladeschale, 2 Cupholder, den Automatik-Wählhebel und wir können hier bei den Allradantrieb eingreifen. Das heißt, wir können den tatsächlich auf den Low-Modus schalten oder neutral schalten. Und dann gibt es noch eine massive Armauflage, die zweigeteilt ist mit 2 Fächern, ein großes Handschuhfach. Hier haben wir auch wieder so ein schönes Stitching drin, hier so eine Carbon angedeutete Kunststofffläche. Schaut ganz optisch okay aus. Auch die Materialien sind an sich soweit in Ordnung. Das ist guter Standard, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben sonst natürlich auch noch eine Harman Kardon Soundanlage, die macht auch ordentlich Wumms und macht auch Spaß. Also klingt gut. Und ja, jetzt würde ich einfach mal sagen, bevor es gut klingt, gehen wir erst einmal da vorne unter die Motorhaube und schauen uns das Triebwerk an, was denn da so drunter steckt. Hier unter der Haube arbeitet das 5,7 Liter große Hemi-Herz als V8, dieses Dodge Durango RT. Es leistet 268 kW. 529 Newtonmeter maximales Drehmoment, beschleunigt den knapp 2,6 Tonnen schweren Durango in 7,5 Sekunden auf Tempo 100. Das ist schon sehr beachtlich. Der Motor arbeitet sehr kultiviert, sehr ruhig, schüttelt sich nur gelegentlich mal so ein bisschen im unteren Drehzahlbereich, was aber V8 typisch ist. Was mir auch gut gefällt, ist, wie drehfreudig das Triebwerk ist über das gesamte Drehzahlband. Er hat schon genügend Kraft untenrum, baut sie dann aber schön linear auf, so wie man das von einem Sauger auch kennt. Die Autogasanlage sorgt nicht für irgendwelche Leistungseinbußen oder ähnliches. Im Gegenteil, also zumindest nicht spürbar. Hier gibt es keinen Unterschied, ob man jetzt mit Autogas oder aber mit Benzin unterwegs ist. Sehr schön ist halt einfach die Laufkultur dieses Triebwerks und einfach auch die Souveränität, die er hier an den Tag legt. Auch wenn ich mir persönlich hier hin und wieder einfach mehr Leistung wünschen würde, dass er so ein bisschen besser aus den Puschen rauskommt. Ich weiß nicht, so ein Mildhybrid-System wäre natürlich auch sehr schick für dieses Triebwerk. Der Dodge Durango macht auf der Straße einen richtig guten Eindruck, erstaunlicherweise. Das würde man eben selten von US-Fahrzeugen erwarten. Ja, es ist zwar eine für US-Verhältnisse sportliche Variante. Auf europäischer Basis ist das jetzt eher, naja, guter Durchschnitt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der Durango hat aber eben eine interessante Fahrwerksabstimmung. Er schafft es wirklich sehr dynamisch über die Straße bewegt zu werden. Auch auf einer Passstraße macht er eine gar nicht mal so schlechte Figur. Da hängt es dann vielleicht doch eher dann mal ein bisschen am Motor, weil es halt ein Saugmotor ist, dass man da vielleicht mehr Punch untenrum haben würde. Das haben halt europäische Motoren mit Turboaufladung. Wobei es gäbe ja noch den Dodge Durango SRT.
mit 6,2 Liter V8-Motor oder aber es kommt nochmal eine Hellcat-Variante mit Kompressoraufladung und über 700 PS. Ich glaube, die schiebt dann auch aus der Kurve richtig gut heraus. Aber fahrkomforttechnisch kann er eben auch ganz gut. Und das ist eben das Faszinierende, diese gute Spreizung zwischen, ja, man kann mal Spaß haben auf einer kurvigen Landstraße und dem hohen Komfort im Alltag, bis auf tiefliegende Kanaldeckel. Wenn die nacheinander folgen, also da mag das Fahrwerk dann überhaupt nicht, denn da fällt er dann gefühlt wie so ein Sack in diesen Kanaldeckel da hinein. Gefällt mir jetzt nicht so gut, aber ansonsten wird alles schön glatt gebügelt, ob Querfugen oder sonstige Unebenheiten, das macht der Durango richtig gut. Die Lenkung gibt sogar eine ordentliche Rückmeldung, auch wenn man jetzt nicht viel Kontakt zur Fahrbahn hat, aber sie ist angenehm straff oder sorgt auch dafür, dass der Durango selbst im Stadtverkehr leicht zu handeln ist oder eben auf der Straße durchaus ein bisschen Fahrspaß bietet. Er knistert trotz Wärme hier heute, denn warm wird er auf alle Fälle, so ein Dodge Durango RT. Ein riesen SUV auf europäischen Straßen. Überdimensioniert ist er jetzt eigentlich nicht, denn mit solchen Fahrzeugen kennen wir uns auch hier in Europa aus, von solchen Abmessungen. Und es gibt in Europa eben auch solche Fahrzeuge. Von den Dimensionen her ist das natürlich eher Mercedes GLS oder aber BMW X7. Beim Preis, da liegen wir eher bei BMW X3 oder Mercedes GLC bzw. Audi Q5. Denn so wie er da steht, kostet er 65.000 Euro. Voll ausgestattet, das ist eine ordentliche Summe. Ist er das wert? Jein, würde ich persönlich sagen. Ich finde, er macht seine Sache insgesamt sehr gut. Er bietet sehr viel Platz. Er bietet ein hohes Maß an Ausstattung und an Komfort. Er lässt sich sogar relativ dynamisch bewegen. Das ist sehr positiv, gefällt mir auch sehr gut. Dadurch wirkt er eher europäisch bei Materialien, gerade so beim Kunstleder. Da wirkt er halt dann so typisch Ami-mäßig. Es gibt auch hier und da so kleine Baustellen, die mir insgesamt nicht so gefallen, gerade weil man vielleicht den Importcharakter sehr stark bei diesem Fahrzeug merkt, im Gegensatz zum Ram 1500, den ich euch vorgestellt habe. Also in meinen Augen ist es ein Auto, was man als Fan solcher Fahrzeuge, US-Fahrzeuge, mögen muss. Und man muss halt dann auch mit diesen kleinen Nachteilen durchaus leben. Beim Verbrauch persönlich finde ich rund 14 Liter Autogas durchaus akzeptabel und auch unter Benzinbedingungen, wenn man ihn mit reinem Benzin fährt, dann liegt er so bei 11, 12 Liter. Ich finde, das ist nicht zu viel und brauche jetzt auch nicht eine Umweltdiskussion auslösen in meinen Augen, denn die deutschen oder europäischen Hersteller mit Verbrennungsmotor oder Plug-in-Hybrid, die verbrauchen nicht unbedingt mehr und wenn ich hier Autogas nutze, verbrenne ich sauberer den Kraftstoff und emittiere sogar weniger CO2. Was ja sogar das Relevante ist, was aber dennoch den Wagen jetzt sicherlich nicht zum grünen Umweltgedanken machen lässt. Ja, jetzt seid ihr aber dran. Schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr den Dodge Durango RT findet. Ich persönlich habe mein Fazit gerade geäußert. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dieses jetzt tut, dem Ganzen auch ein Like da lasst und wie gesagt uns jetzt diskutieren lasst in der Kommentarbox. Ich sage vielen lieben Dank fürs Reinschauen und Reinklicken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.